Erste Folge. Er mochte keine Autos. Für ihn waren sie ein Gleichnis für dauernde Gefährdung, für Verfall und Vergänglichkeit. Nee, zu tiefsinnig. Also nochmal. Jedes Jahr werden in der Bundesrepublik so und so viele Automobile hergestellt. Die genaue Zahl muss ich noch recherchieren. Jeder so und so vielte Bundesbürger ist in der Autoindustrie beschäftigt. Das wird eine Dokumentation, um Gottes Willen. Nochmal. Da hast denn du deinen Führerschein in die Haubeflocken gefunden? Erste Folge. Er lernte sie kennen, als sie gerade dringend Hilfe brauchte. Er war ein Kavalier, vom Scheitel bis zur Sohle. Etwas heitere Musik dazu? Nee, lustig, aber zu aufwendig. Er mochte Autos. Lässig lenkte er seinen chromglänzenden Luxusschlitten durch Schwabing. Er hatte alle Tricks drauf. Ach, von Schwabing-Filmen gibt's genug. Vielleicht sportlich. Unter sich spürte er die geballte, pulsierende Kraft des Motors. Wenn er Gas gab, war es, als setze eine lauernde Raubkatze aus dem Dschungel zum Sprung an. Oder normaler? Er mochte keine Autos. Er war leitender Kraftfahrzeugshaftpflicht-Schadenssachbearbeiter bei einer großen Versicherung. So erfuhr er beinahe täglich, was beim Autofahren alles passieren kann. Aber unser VN behauptet, keinen Alkohol getrunken zu haben. Nein, keinen Tropfen. Natürlich glauben wir erst einmal unserem Kunden. Die Taxi ist zu stehen. Tut mir leid. Danke. Bist du weg, Willi? In einer halben Stunde beginnt mein Gerichtstermin. Ach du liebe Güte. Hast du dich deshalb so rausgeputzt? Viel Glück. Wie wenig Blut im Alkohol hat er eigentlich? Ja? Muss unbedingt pünktlich sein, das ist sehr wichtig. Tja, Mel. Gibt's denn keinen Schleichweg? Das ist mein Schleichweg. Zum Aufruf kommt die Sache. Meininger Anton. Entschuldigung, ich finde meinen Anwalt nicht. Ich habe heute Morgen hier einen Termin und... Na komm. Wolf. Gott sei Dank, da sind Sie ja. Ich bin ja nicht etwa zu spät. Ja, wieso? Hatten wir nicht um 11 Termin? Verzögerungen bei Gericht sind die Regel, Herr Buschmann, daran gewöhnt man sich. Bitte setzen Sie sich doch, das dauert noch ein kleines Weilchen. Ja? Und Sie denken bitte daran, keine Aussagen. Alles klar, ich verweigere ganz einfach. Dann sagen Sie nichts Falsches und so fahren wir am besten. Ja, ist gut. Auf jeden Fall müssen wir versuchen, die Sperrfrist für die Wiedererlangung Ihres Führerscheins zu verkürzen. Ja, und die Geldstrafe, also ich finde, das ist ja wirklich ein bisschen happig, nicht wahr? Ich meine, 6.000 Mark sind doch kein Pappenstiel. Ja, aber die Hauptsache ist doch die Fahrerlaubnis, oder wollen Sie wieder zur Fahrschule gehen und eine Fahrprüfung ablegen? Was? Ach du liebe Güte. Ja, bei der Sperrfrist von 12 Monaten müssen Sie das aber. Um Gottes Willen. Eben. Warum denn? Kommen Sie. Wollen Sie nicht mit hineingehen? Ist alles öffentlich hier. Schauen Sie sich ruhig ein bisschen um. Was haben Sie denn? Mist, ich bin im Augenblick etwas nervös. Oh Gott, ist mir übel. Kippen Sie mir nur nicht um hier. Wo? Da.
Schlimm, wie? Nie im Leben was verbrochen und plötzlich steht man vor Gericht. Führerschein geschädigt? Kennen Sie Irland? Nein, ich. Irland, Sie meinen, ob ich schon mal da war? Nein. Tut nichts. Trotzdem berechtigt Sie ein irischer Führerschein, auf deutschen Straßen Auto zu fahren. Ich verstehe nicht ganz, was. Zufällig verfügen wir im Augenblick über ein Sonderangebot ausländischer Führerscheine. Und ganz legal, versteht sich. Warum muss man da nicht in Irland? Wird alles hier erledigt. Was, die verscheuern ganz einfach ihre Führerscheine? Die kann man hier so mir nichts, dir nichts kaufen? 4.200 Mark für einen mit unbegrenzter Geltungsdauer. Ich habe ganz wenig getrunken. Wenn es hochkommt, 2-3 Glas Bier. Das wissen wir ja nun schon alles. Besprechen Sie sich mit Ihrer Mandantin, ob sie das Urteil annehmen will oder nicht. Richter, bitte. Ich verdiene ganz wenig und ich muss auch meinen kleinen Bruder ernähren. Aber ein Auto können Sie sich offenbar leisten. Und Alkohol auch. Dann zahlen Sie auch gefälligst Ihre Strafe. Zum Aufruf kommt die Sache Buschmann. Der Richter ist leider beinhart. Der hat ja einen Ton am Leib, mein Lieber, schon nicht. Gerichtssaal ist ja noch mal kein Balsam. Geht's Ihnen besser? Guten Tag. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft ergaben folgenden Sachverhalt. Herr Willi Buschmann fuhr am Freitag, den 28.05.83 um 0.15 Uhr mit dem Kraftfahrzeug amtliches Kennzeichen MPN 3927 auf der Landsberger Straße in München. Infolge vorangegangenen Alkoholgenusses war er absolut fahruntauglich. Eine bei ihm um 4 Uhr entnommene Blutprobe ergab ein BAK von 1,9 Promille. Er hätte bei kritischer und zumutbarer Selbstprüfung erkennen können, dass er deshalb zur sicheren Führung eines Kraftfahrzeuges nicht mehr in der Lage war. Überhaupt nichts zu machen. Ich durfte ja keinen Ton sagen. Er ist behandelt wie ein Schwerverbrecher. Der Richter hatte so einen Zettel vor sich. Also wenn du mich fragst, stand da das Urteil schon drauf. Magst du? Nee, ich habe furchtbar Kopfschmerzen. Ist die Geldstrafe geblieben? Geldbuße, keine Strafe. Ist da ein Unterschied? Ich bin nicht vorbestraft. Na, immerhin. Also immerhin, du bist gut. 50 Tage Sätze zu 120 Mark, 6.000 Mark. Und 10 Monate Führerschein hinzu. 10, nicht 12. Naja, wenigstens muss ich nicht noch mal zur Fahrschule. Siehst du, hat der Anwalt doch etwas genützt. Ach was, kein Pieps hat er gesagt. Genauso wenig wie ich. Warum ich dem auch noch 1.000 Mark Gebühren in den Rachen stopfe? Ha. Mein Nacken ist total verspannt. Sei doch nicht so deprimiert. Nicht, bitte nicht. Schon gut. Mein Kopf am fast Platz da. Rette sich, wer kann, rette sich, wer kann, vor diesem Superman. Rette sich, wer kann, rette sich, wer kann, ist mein Untergang. Stopp, 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 stopp. Rette sich, wer kann, rette sich, wer kann. Seht ihr denn nicht den Reflex da hinten an der Wand, Kinder? Entschuldigung, ich suche den Schneider. Das kann ich mir nicht vorstellen. Frau Steiner. Ich suche Frau Steiner. Wen? Frau Steiner. Schau ich bitte mal. Entschuldigung, Frau Steinert. Ja? Kann ich mal mit Ihnen sprechen? Ja. Sie suchen doch immer Ideen für Unterhaltungsfilme, stimmt's? Ach, verzeihen Sie, aber können Sie mich nicht morgen im Büro anrufen? Nur einen Augenblick, Sie werden es nicht bereuen. Danke. Ich habe für Sie einen Knüller. Sicher, aber das ist hier bestimmt nicht der richtige Ort, um mit mir jetzt darüber zu reden. Es handelt sich um ein schreiend komisches Lustspiel. Meine Mutter hat es gelesen und ist geplatzt vor Lachen. Also, wie gesagt, ja, ein schreiend komisches Lustspiel. Ach, Willi, sag mal, wie geht's Ihnen? Wir sind in einem Prozess ausgegangen. 10 Monate Führerscheinentzug und ach, mir geht's, naja, sag mal, können wir uns nicht sehen? Das Ganze basiert auf dem Reaktorunfall von Harrisburg, Sie erinnern sich? Sehr interessant. Eine komische Atomgeschichte. Darauf ist bisher noch keiner gekommen. Slapstick. Boah. Und alle fliegen durchgelaufen. Wer spricht denn da? Du klingst so. Soll ich später noch mal anrufen? Ich weiß nicht, wann ich hier fertig bin. Meine Freunde, die es gelesen haben, sagen einfach Wahnsinn. Gut, dann geben Sie es halt her. Anna, ich habe ein Problem. Sag mal, können wir morgen reden? Okay, tschüss. Tschüss. Hat er doch recht. Die Sache mit dem irischen Führerschein ist faul. Du kannst tatsächlich mit so einem Ding in der Bundesrepublik rumkutschieren, aber du musst deine Hauptwohnsitz im Ausland haben. Hier. Eine Dachkammer mit 2 Stühlen in Dublin, das genügt nicht. Ich frage mich bloß, wie ein Polizist bei einer Verkehrskontrolle das feststellen soll. Was? Wie groß mein Wohnsitz in Irland ist.
Eigentlich hat mir Autofahren nie sonderlich. Also, ich habe immer gedacht, das macht mir überhaupt keinen Spaß. Aber jetzt, wo ich nicht mehr da, fühle ich mich irgendwie... Amputiert, logisch. Aber seid's mal nicht böse. Ein bisschen sind's auch selber dran schuld. Ja, sicher. Ich trinke auch keinen Tropfen mehr. Das meine ich nicht. Aber für einen solchen Fall baut man doch vor. Irgendwann geht man zur Polizei und sagt, Freunde, tut mir leid, ich habe meinen Führerschein verloren. Da bekommt man ohne weiteres einen neuen. Wenn dann also ein Malheur passiert wie Ihnen, macht nichts. Liefern's den neuen Führerschein ab. Dann haben Sie immer noch den alten, von dem die Polizei glaubt, dass er verloren gegangen ist. Ist ja toll. Ja, bei Ihnen geht es natürlich nicht mehr. Soll ich dir, darf ich dir helfen? Nein, nein, danke. Es geht schon. Geht prima. Sag mal, können wir uns mal auf einen Kaffee sehen? Warum? Was soll das? Du fehlst mir. Und dann, habe ich mir gedacht, es ist auch nichts dabei, oder? Nein, nein, es geht nicht. Wirklich nicht. Du bringst mich ganz durcheinander. Verdammt, so ein Mist. Ach, so eine Scheißkarre. Von der Berufung kann ich nur abraten, Herr Buschmann. Aber ich dachte, vielleicht kriegen wir in 3 bis 4 Monaten einen Berufungstermin. Frühestens. Vielleicht haben wir Glück und der Berufungsrichter verringert die Sperrfrist für Ihren Führerschein auf 6 Monate. Dann kriegen Sie ihn genauso schnell wieder wie jetzt nach 10 Monaten. Aber die Geldbuße, ich meine, kann man da nicht... Da hat die Justiz ihre festen Preise, wenn ich das mal so salopp ausdrücken darf. Nein, 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 nein. Bei Trunkenheitsdelikten ist da nicht viel zu machen. Leider. Willi wollte zum Anwalt. Und danach? Tja, jetzt das muss ich ganz schön blechen. Die Geldbuße, die Gerichtskosten, den Anwalt. Rund 8.000 Mark, allmählich wird's eng. Wenn du was brauchst, ich leih dir gerne. Nee, nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Aber sag mal, ob ich für meine Mitarbeiter in den Autogeschichten, könnte ich da nicht einen kleinen Vorschuss? Vielleicht. Ich werde fragen. Also nur, wenn es keine Umstände macht. Ich kann mich auch ein bisschen einschränken. Das Auto verkaufen, nicht mehr so viel essen gehen. Ist nur gut für meine Linie. Ach, bestimmt komme ich auch so hin. Also, ich lese ja schon Bücher über das Leben von Mahatma Gandhi. Ich mag dich. Ja, wirklich? Mhm. Sag das doch mal, da kann ich stundenlang zuhören. Ich habe heute Nacht von dir geträumt. Ehrlich? Mhm. Du hast, ja, was hast du denn geträumt? Kann ich nicht sagen, unmöglich. Warum nicht? Nicht hier. Ach so, so ein Traum war das. Mhm, so ein Traum war das. Das ja ein Ding. Wenn du jetzt sofort mit mir ins Bett gehst, erzähle ich dir die Details. Die muss ich wissen. Zahlen. Gott. Ich müsste eigentlich längst im Büro sein. Ich muss verrückt sein, absolut verrückt. Außerdem habe ich Manfred gegenüber so ein schlechtes Gewissen. Weißt du, manchmal denke ich, wir Menschen sind einfach für eine monogame Beziehung nicht konstruiert. Du vielleicht nicht. Möglicherweise gibt es am jüngsten Tag eine riesen Überraschung. Stell dir mal vor, die Anständigen, die Gottgefälligen treten vor und erklären, dass sie immer brav die Gebote befolgt und immer treu und keusch mit nur einem Menschen gelebt haben. Vielleicht sagt dann der liebe Gott, ihr Kalbsgesichter, habt ihr denn... Sagt er nicht. Was? Kalbsgesichter sagt er nie. Na schön. Also, ihr Toren, habt ihr denn nicht gespürt, dass ihr dafür geschaffen wart, euch vielen zu geben? Also für den Fall... Da habe ich überhaupt keine Sorgen, dass dann zumindest wir beide sehr gut dastehen vor dem lieben Gott. Mhm.
würden nehmen, wenn Sie sich hier einander da suchen. Nein, im Augenblick brauche ich kein Auto. Na. Unsere Perle, gnädige Frau. Schön ist er ja. Fast neuwertig. 31.000 Kilometer gelaufen. Der geht heute noch raus. Da haben schon 5 angerufen. Das Telefon steht nicht still. Aber wenn Sie gleich unterschreiben, gehört er Ihnen. Gut. Ich nehme ihn. Bravo. Entschuldigen Sie. Ja, was ist denn? Ich wollte nur fragen, wie viel würden Sie für diesen Wagen bezahlen? In etwa. Er ist fast neuwertig und kaum gelaufen. Tolles Auto. Was wollen Sie denn mit diesem Bildchen? Bringst du die Karre her? Ja, ich habe gerade im Augenblick keinen Führerschein. Na, dann engagieren Sie einen Chauffeur. Das können Sie ihn hereinstellen in Kommission. Das heißt, Sie zahlen erst, wenn der Wagen... Aber wenn der Wagen verkauft ist. Aber der wird nicht verkauft. Wieso? Ja, zu teuer. Aber ich bitte Sie, der Wagen ist fast neu, knappe 5.000 gelaufen. Das glaubt ja doch keiner. Toll, was? Ein wunderschönes Auto, aber ich brauche kein neues. Ist das Benzin alle? Ja, fast. Das Reservelicht flackert manchmal so früh auf. Kleine Macke. Ein Rückspiegel flattert. Ja, das lasse ich noch reparieren. Aber sonst ist der Wagen 1A in Schuss. Du willst dann nur spazieren gefahren werden, gibst du zu. Nanu? Das Benzin ist doch alle. Das gibt's doch nicht. Der Tank reicht für 300 Kilometer. Ja, bei deiner gemächlichen Fahrweise vielleicht. Mist! Was machen wir jetzt? Hier hält natürlich keiner so kurz vor München. Hey! Oh, Gott sei Dank! Probleme? Ja, wir haben. Uns ist das Benzin ausgegangen. Ich habe einen Reservekanister dabei. Ach, wunderbar. Würden Sie uns das Benzin verkaufen? Sehen Sie sich. Sie schickt der Himmel. Ja? Diesen hier? Ja, ja. Danke. Allmählich wird es hier empfindlich kalt, findest du nicht? Ja, so von unten drauf. Für Benzin. Doch super. Nee, normal. Dann geht's nicht. So nicht. Ja, der braucht super, sonst ist er hin. Ach was? Ach was, die paar Tropfen. Bei einem so... Sind Sie sicher? Bei einem so empfindlichen und hochgezüchteten Motor? Das kann schon passieren, wenn Sie gerade so viel reinkippen, wie Sie bis zur nächsten Tankstelle brauchen. Ich hab so klamme Hände. Komm, lass mich das machen. Vorsicht! Ja, stopp, stopp, ist genug! Da ist überhaupt nichts drin! Hey!
das Benzin ist miserabel. Vielleicht ist auch zu wenig drin. Wo willst du denn hin? In die nächste Ortschaft. Das ist aber weit. Was? Das ist weiter, als man denkt. Die Entfernungen täuschen. Ja, was willst du denn machen? Du kannst doch hier nicht festfrieren. Ach, geht es das matschig. Ich komme mir vor wie in einem italienischen Film. Na? Wie habt ihr gewusst? Was hast du gewusst? Gehst du denn? Darüber ist eine Abkürzung. Mistverdammter! Ausgerechnet heute hatte ich Manfred versprochen, dass ich pünktlich zu Hause bin. Hat Karten für ein Rockkonzert. Vergiss dein Europax nicht. Sehr witzig. Naja, er wird's doch überleben, allein dahin zu gehen. Da geht's nicht weiter. Das sehe ich auch. Spannend, ne? Naja. Wie fandst du es denn? Ich weiß nicht. Du weißt nicht, na hör mal. Blöd. Wieso blöd? Was? Ich denke, du weißt es nicht. Ich fand's langweilig. Da unten herumrasende Autos. Hallo Willi. Grüß dich. Was machst du denn hier? Ist ein Zufall. Warst du auch im Kino? Wie geht es dir? Hallo? Ihr kennt euch doch, nicht wahr? Meine Frau. Ich weiß. Das ist Herr Seelbach, mein Mann. Fräulein, Frau, Debus. Nett, Sie kennenzulernen. Sehr erfreut, ja. Du siehst gut aus. Du auch. Danke, es geht mir auch sehr gut. Fein. Wie hat es euch gefallen? Ein langweiliger Film, nicht wahr? Ich fand ihn äußerst unterhaltsam. Ach ja? Also ich fand absoluter Mist, die reine Scheiße. Vermutlich haben Sie kein Feeling für die Ästhetik hochentwickelter Technik. Für was? Ich meine, die vorbeischießenden Silberpfeile waren doch von ästhetischer Schönheit, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nein. Wie soll ich sagen? Von vibrierender Potenz, nicht wahr, Willi? Doch, ja. Ich dachte, du magst keine Autos. Vermutlich will er so einen Rennwagen ja auch nicht selber fahren. Ich falle um vor Hunger. War schön, dich zu sehen. Ja, fand ich auch. Tschüss. Wiedersehen. Interessanter Typ. Wer? Na, der Freund deiner Frau. Was? So, hör mal, einen Geschmack hast du. Könnte doch was viel Besseres haben, wenn sie nur wollte. Und warum sollte sie nicht wollen? Nur weil sie mich liebt, ist doch klar. Ich bin ihre große Liebe. Hast du das nicht gefühlt? Manchmal frage ich mich, warum ihr beide euch überhaupt getrennt habt. Soll er doch zu seiner Frau zurückkehren? Soll er doch. Ich muss den Tatsachen klar ins Auge sehen. Er liebt sie noch, oder er redet sich ein. Jedenfalls liebt er nicht mich. Ich kann dir das natürlich nicht sagen, aber ich habe einfach keine Lust mehr, mit ihr ins Bett zu gehen. Wie ist das möglich? Ich war doch ganz verrückt nach ihr. Hab ich das nötig, hier blöd rumzusitzen? Ich kenne eine Menge Männer, die ihm nicht das Wasser reichen. Quatsch, dem er nicht das Wasser reicht. Eva sah gut aus heute Abend. Sehr attraktiv. Eine tolle Frau. Warum haben wir uns eigentlich getrennt? Ich gehe weg, Willi. Ich möchte eine Weile allein leben. Was ist passiert? Warum habe ich mich entschlossen auszuziehen, um mir irgendwo ein Zimmer zu nehmen? Aber um Gottes Willen, was ist denn passiert? Ich fühle mich da ganz miserabel. Es ist ja auch nicht unwiderruflich. Ich muss irgendwie versuchen, oh mein Gott, das klingt so idiotisch, irgendwie versuchen, zu mir selbst zu finden. Der spinnt doch.
Ich meine, was soll denn das? Ich habe immer gedacht, die Serie soll heiter werden. Nächtliche Auseinandersetzungen. Einfach entsetzlich. Vor allem, was hat das mit unserem Thema zu tun? Wir wollen amüsante Autogeschichten. Keine Autobiografie. Also ich finde auch, das läuft aus dem Gleis. Ich mag Sachen mit einer richtigen Handlung. Also sprechen Sie mit diesem Buschmann. Mehr Geschichten ums Auto? Gut, ich werde es ihm sagen. Ich habe keine Zeit. Willi, Willi. Außerdem habe ich Kopfschmerzen. Ich bin sowieso nur hergekommen, um... Willi! Ich bin nur hergekommen, um mit dir... Willi? Du, übrigens, die Abschlagzahlung vom Sender, die ist angewiesen. Und... So, dann auf mit diesem animalischen Getue. Furchtbar. Du, ich kenne dich. Du willst bloß nicht über deine Autogeschichten reden. Sex als Ablenkungsmanöver. Hörst du nicht, Willi? Nanu? Ich muss um Punkt 8 Uhr bei einem Vortrag über Entfremdungstendenzen in der modernen Gesellschaft sein. Ja, wunderbar. Vorher bumsen wir als Kompensation zu den Entfremdungstendenzen. Ja. Aber es ist jetzt 17:45 und ich muss unbedingt nur nach Hause, um mich umzuziehen und zu duschen und sowieso mich schminken. Nanu? So ein Scheißding. Es klemmt. Pass mal auf, wir versuchen einfach unsere bisherigen Bestzeiten zu übertreffen und streben einen neuen olympischen Rekord an. Wir könnten zum Beispiel, könnten wir ein Kind machen oder sowas. Du spinnst. Natürlich muss man dafür vorher ungeheuer trainieren. Du bist verrückt. Du bist absolut verrückt. Wie findest du die Idee mit dem Kind? Willi, ich... Wir könnten zusammenleben und... Oh Gott, Willi. Ich würde dir keinen Spaß machen. Ich bringe Ärger. Damit werde ich fertig. Du kennst mich nicht. Ich bin launisch, unzuverlässig und untreu. Also ehrlich, Gott, nee. Das wird nichts. Ah, Himmel, oh Gott. Willi, da muss unser Mechanismus kaputt sein. Wie kann das sein? Siehst du was? Ich bin nicht zu Hause. Wollen Sie zum Herrn Buschmann? Scheint nicht zu Hause zu sein. Das glaube ich nicht. Da steht doch das Auto, mit dem er gekommen ist. Das ist nicht seins. Nicht? Hey, Willi, du willst nämlich schon gehen? Ja, ich muss leider. Meine letzte U-Bahn geht 12:30. Schade. Ja, oder fährt nachher jemand nach Freimann? Tja. Oh. Ja, später gibt's auch noch Gulaschsuppe. Ehrlich? Ja. Der Peter, kennst du doch den Peter aus der Verwaltung? Der hat 3 Jahre um seinen Führerschein gekämpft, obwohl ihn der Richter bloß 7 Monate gesperrt hatte. Und der Richter ordnet doch hoch, wir landen. Nein, eben nicht. Das liegt im Ermessen der zuständigen Verwaltungsbehörde. Es gibt Fälle, wo das Kreisverwaltungsreferat Monate und Jahre lang die Fahrerlaubnis verzögert hat. Und das ist vielleicht der Ding. Ja, da schaut vielleicht um, da warst du nicht so wieder. Da hat er mal vorüber an meinen Führerschein. Thank you.
Wie lange dauert das, bis das Taxi kommt? Entschuldigung. Ja, der Fahrer soll klingeln. Bei Buschmann. Ja, ist gut. Danke. Hör mal, Willi. Das ist unser Abschied heute Abend. Ich will dich nicht mehr treffen. Was? Sag mal, du hast ja wohl einen Sockenschuss. Wir sollten Schluss machen. Zwischen uns ist alles einseitig und ich habe diese einseitige Beziehung satt. Wieso nur, weil ich heute mal nicht... Herrgott, ich habe einen langen Tag hinter mir. Ich kriege eine Erkältung, die sich gewaschen hat. Du liebst nichts, niemanden auf der Welt. Nicht einmal dich selbst. Darum willst du auch nicht geliebt werden. Schau mal bitte auf die Uhr, ja? Für Strindbergs Szene ist es einfach zu spät. Dazu muss man frisch und ausgeholt sein. Du glaubst zu lieben, aber das ist nicht wahr. Du rennst deinem Traum von der Liebe nur hinterher. Du kannst deinem leid tun. Mach's gut, Willi. Manchmal war es sehr schön mit dir. Erinnerst du dich noch an den Abend nach der Fahrschule, als du mich fragtest, ob wir uns hinterher sehen können? Hey, du wein doch nicht. Du wein doch nicht. Lass mich in Ruhe. Christine, bitte wein doch nicht. Ich hab dich doch lieb. Ach, hör auf zu lügen! Aber ich lüge nicht. Nein, du erfindest nur die Wirklichkeit. Weißt du, manchmal ist es nicht möglich, die Wahrheit auszusprechen, ohne einen anderen dabei zu verletzen, oder? Lass mich gehen, Willi. Zwischen uns läuft nichts mehr. Nein, Christine, ich... Ja, du hast recht, es funktioniert nicht mehr. Schrecklich, aber... Du bist frei. Ich bin frei. Jeder Mensch ist frei. Mal dich zu erreichen versucht, immer vergeblich. Und darum habe ich mich so gefreut, als ich dich neulich im Kino... Du, Willi, bitte sei mir nicht böse, aber lass uns ein anderes Mal. Ich fotografiere gerade eine neue Pelzkollektion für einen Katalog. Dein Angetrauter? Da drängen die Termine. Ich überarbeite dich. Ach, was ich dich noch fragen wollte, Evchen, was machst du eigentlich Pfingsten? Na, toll. Beneidenswert. Den ganzen Sommer? Und was sollst du in der Karibik fotografieren? Tja, dann wünsche ich dir eine schöne Zeit. Du, ich glaube, das kriegen die wenigsten hin. Weil dass sie auseinandergehen und trotzdem gute Freunde bleiben. Tja, bis dann, Äffchen. Tschüss. Alles Gute. Wastl, bist das du? Da legst du ihn nieder. Ja, das gibt's ja nicht. Wie geht's dir dem Wastl, mein Guter? Hä? Und wie geht's der Sophie? Entschuldigung, ich wollte nur... Und wie geht's dem kleinen Alois? Herrschaftszeiten, dass du jetzt anrufst. Sag mal, wann haben uns wir jetzt das letzte Mal gesehen? Warte mal, das war... Ich müsste dringend ins Büro zurück. Ja, genau, genau. Letztes Jahr auf der Wiesn war's, ja. Stimmt. Von mir zwei da. Ich möchte nur rechtzeitig, weil ich brauche meinen Führerschein. Ja, der Liesl geht soweit ganz gut, ja. Ja, sie hat's halt immer noch mit dem Unterleib, nicht? Der Hansl? Ach, gewachsen ist der Bub. Du gewachsen, sag ich dir.
Ich weiß, was Sie sagen wollen. Seien Sie bitte nicht böse. Ich bin halt etwas hier. Mein Ausweis und mein Gerichtsurteil. Ich habe nur 6 Monate Führerscheinentzug und ich wollte gerne rechtzeitig. Ich bin etwas durcheinander, wissen Sie. Und ich habe im Augenblick eine Menge Probleme. Und nehmen Sie es nicht persönlich, ja? Zunächst muss ich einen Erste-Hilfe-Kurs nachweisen. Na klar, damit das Rote Kreuz was verdient. Und dann zur MPU. Idiotentest. Medizinisch-psychologische Untersuchung. Da soll mein Aggressionsverhalten überprüft werden. Also praktisch, ob ich in der Lage bin, meine Gefühle im Zaum zu halten. Danach soll ich wieder vorbeikommen. Menschenskind, jeder Kriminelle kriegt Bewährungsfrist. Aber ein Autofahrer, ich habe doch keinen Schaden angerichtet. Ja, hast aber wirklich Pech gehabt. Laut Statistik kann man, glaube ich, bis zu 800 Mal durch die Stadt fahren, bis man erwischt wird. Holst du dir noch mal was? Ja, ich weiß auch nicht. Ich esse andauernd. Immer wenn ich mir Gedanken mache, fresse ich wie ein Scheunendrescher. Ich werde immer fetter. Heute Morgen habe ich schon 1 Pfund Kekse gegessen. Anna ist in Berlin. Wussten Sie das nicht? Sie hat dort ein paar Tage zu tun. Ihr Freund hat sie vor einer halben Stunde abgeholt. Waren Sie denn miteinander verabredet? Ach, ich... Danke. Der Wildbach durch das Höschen rauscht um 15 Uhr, um 18 Uhr und um 20.30 Uhr. Bali, unterm Dirndl wird gejodelt um 16 Uhr, um 18 Uhr und um 20.30 Uhr. Thalia, auf und nieder, ich könnt schon wieder um 15 Uhr, um 17 Uhr und um 19 Uhr. Broadway, der kleine Dicke mit dem langen Dünnen um... Stimmt so. Was verbraucht er an Öl? Da muss ich Fräulein Debus fragen. Mehr als 2.000 darf der Schlitten nicht kosten. Sag mal, was ist los? Was ist denn los? Wohin? Was war Bella da unten? Jetzt reg dich bitte nicht auf. Peter und ich haben uns gemeinsam eine Wohnung gemietet. Er hat sich von seiner Frau getrennt. Naja. Ich denke, du wolltest dich in keine Ehe drängen. Der schöne Bello. Nee, das geht dich nichts mehr an, nicht die Spur. Der hat doch Kinder. Sag mal, wirft er die einfach über Bord? Was ist das für ein Vater? Man kann doch nicht einfach seine Kinder im Stich lassen. Bitte, Willi, mach jetzt hier keinen Rabatz. Hör endlich auf, Willi. Hör ja schon auf. Hier,
Hast du bei mir vergessen. Danke. Weißt du, ich glaube, du machst einen großen Fehler. Ach, Willi. Ich finde, du solltest mir noch mal eine Chance geben. Komm. Christine! Musst du unbedingt zu ihm ziehen. Tschüss, Willi. Mach's gut. Magst du noch, Willi? Gern. Ich habe einen Appetit in letzter Zeit. Du kochst vorzüglich. Entschuldigung. Was machst du eigentlich im Urlaub? Schon Pläne? Schau mal. Was ist denn das? Das ist ein Wohnmobil. Klasse, hm? Habe ich gemietet. Keine 10 Pferde kriegen mich in so ein Ding. Ich gehe schön ins Hotel. Und dabei, das ist wissenschaftlich nachgewiesen, ist der gesundheitliche Wert des Hotelschlafs gar nicht zu vergleichen mit dem sportlichen Schlaf. Na, was meinst du? Wäre das nichts für uns beide, Willi? Ne? Thank you.